Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 8. August 2024. Camilote und Markus Somm. Ja, Zuwanderung, neue Zahlen, die neuesten Zahlen vom Staatssekretariat für Migration. SEM, ein furchtbar dummer Name, aber etwas anderes. Kami, um was geht's? SEM gibt heute bekannt, dass die Nettozuwanderung im ersten Halbjahr 2024 leicht zurückgegangen ist. Und zwar im Vorjahresvergleich verringert sich die Anzahl Menschen um 6.237 Menschen auf 40.963 Menschen. Das ist so ein bisschen der leichte Rückgang, den man verzeichnet. Man kann aber speziell, wenn man sich die Zahlen anschaut, was sicher spannend ist und über das müssen wir diskutieren, es ist der Familiennachzug, vor allem sehr stark spielt, der macht nämlich 24,3% von der Zuwanderung aus. Genau, und es ist natürlich jetzt auch, wie soll ich sagen, hat etwas Rührendes, wie man jetzt das tut, mitteilen, dass jetzt viel weniger, haben sie ja nicht gesagt. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass man so tut, viel weniger. Wissen wir genug tun, haben sie geschrieben, weniger, und wenn man dann nachher schaut, weniger, ja. Also, ich habe gedacht, 6.000. 40.000, 41.000 jetzt im ersten Halbjahr, das heisst immer noch Ende Jahr wird es wieder 80.000 sein. Dann haben wir ja immer noch eine Zuwanderung, wo man nicht so genau zählt, ob es jetzt der Asylprozess ist oder ob die Ukrainer. Also 80.000 pro Jahr durchschnittlich sind jetzt zugewandert, seit wir Personenfreizügigkeit haben mit der EU. Und einfach Erinnerung, als Erinnerung, das muss man immer wieder bringen, wenn man so ein bisschen über Zahlen redet. Der Bundesrat hat damals 2000, als wir darüber abgestimmt haben, gesagt, Zuwanderung nimmt nicht zu. Das hat er sogar im Abstimmungsbüchlein so geschrieben und hat sich damals auf eine Studie bezogen von einem Professor, der heisst Thomas Straubhaar, der war damals Ökonom an der Universität Hamburg. Ich nehme an, er ist jetzt emeritiert, bin aber nicht sicher, schon gleich. In dieser Studie hat Thomas Straubhaar berechnet, ja, höchstens 10.000 netto pro Jahr, viel, viel wahrscheinlicher nur 8.000. Und die 8.000 haben sich zu 80.000 entwickelt. Also jetzt haben wir 6.000 weniger. Nach Straubhaar hätten wir nur 8.000 überhaupt müssen haben pro Jahr netto. Also ich glaube, die Regierung hat sich seit, seit dem 14. Jahrhundert der Schweizer Regierung noch nie so getoschen in der Prognose von einer Politik. Ja gut, es ist die Woche von der Panne in der Berechnung, dass man gesagt hat, damals sind 8.000, jetzt sind wir bei den 80.000, die pro Jahr kommen. Bei der AHV hat man sich auch verrechnet. Man hat sich bei den Wahlresultaten das Jahr verrechnet. Vielleicht sollte man einfach aufhören zu rechnen und Prognosen zu machen, anstatt dass sie immer wieder korrigieren müssen. Oder dann ja, so Medienmitteilungen rauslassen, mitten in der Sommerferien, in der Hoffnung, dass es niemand liest und niemand sieht. Und einfach so, ja, es ist zurückgegangen, das ist die Headline und dann ist die Sache gegessen. Genau, und es war nämlich wirklich der letzte Moment, um das noch zu bringen, wo nicht so wahnsinnig zu diskutieren gibt, weil die Leute sind ja alle weg, niemand tut das lesen. Aber wie gesagt, das ist ja in dem Sinne nicht eine gute Nachricht, sondern es ist einfach, die Zuwanderung hört nicht mehr auf und jedes Jahr geht es einfach weiter und jeder weiss, das kann nicht einfach so weitergehen. Aber unsere Politiker in Bern wollen nichts dagegen machen. Du hast es noch erwähnt, Familiennachzug. Ja. Das ist wirklich ein Thema, oder? 24,3%. Also ein Viertel kommt nur als Familiennachzug. Also nicht, weil sie einen Job haben, sondern weil sie Familie nachziehen. Mhm. Das ist verständlich, das ist völlig richtig, das ist der Punkt. Aber deshalb sollte man auch dort bei der Zuwanderung halt immer können darüber diskutieren. Ja, man muss vielleicht auch mal auf den Kerngedanken zurückkommen von der Zuwanderung, oder? Man hat gesagt, der Arbeitsmarkt benötigt die Zuwanderung, um die Fachkräfte zu haben. Das ist die Quellenaussage Nummer 1, die man hat. Jetzt sieht man davon, 24%, das ist einfach reiner Familiennachzug, wo keine Fachkräfte sind, die der Arbeitsmarkt braucht. Wenn wir dann noch die Studie dazu nehmen vom Amt für Arbeit im Kanton Zürich, Amt der Wirtschaft und Arbeit, wo ja sagt, 4 von 5 Leuten aus dem EU-Raum, die im Kanton Zürich einwandern, sind keine Fachkräfte. Also sie treten einen Beruf an, wo sie nicht gesucht werden. Dann muss man langsam die Diskussion ja schon wirklich aufmachen und sagen, haben wir die Zuwanderung, die die Schweiz braucht und die man den Leuten gesagt hat, braucht man, und zwar eine Fachkräftezuwanderung. Die Zahlen sagen, nein, wird man etwas daran ändern können? So schnell nicht. Es wird im Endeffekt darauf rauslaufen, dass die SVP-Initiative wieder der ausschlaggebende Punkt sein. Genau, wobei ich dich korrigieren muss. Im Prinzip hast du schon das Narrativ
übernommen, wo damals der Bundesrat erfunden hat. Oder? Die Personenfreizügigkeit haben wir nie eingeführt, weil wir ein Bedürfnis dazu hatten. Auch die Wirtschaft nicht, weil wir immer Fachkräfte rekrutieren können, das ist gar kein Problem. Wir selber haben die bürokratisch gesteuert und das war teilweise für die Unternehmen ein bisschen mühsam gewesen. Aber letztlich brauchen wir kein Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU, weil wir zahlen so gute Löhne. Die Leute kommen das sonst, die kommen auch ohne Abkommen. Also wir haben gar kein Problem, allen Deutschen eine Stelle anzubieten, die kommen alle auch ohne Abkommen. Man hat eigentlich geschwindelt, oder? Man hat gesagt, wir brauchen das Abkommen, sonst können wir keine Fachkräfte über. Das ist nicht wahr. Wir können immer Fachkräfte über. Wir können auch einseitig Personenfreizügigkeit einführen. Wir können einseitig sagen, mit Hongkong gilt jetzt Personenfreizügigkeit. Einseitig, das heisst, jeder Hongkong-Chines kann zu uns kommen, wir gehen aber nicht auf Hongkong. Also schon da fängt es mal an, oder? Das ist schon mal falsch. Man hätte das nur müssen machen wegen diesen Abkommen, weil man die bilateralen Abkommen ums Verrecken hat wollen, gemeint hat, das sei wahnsinnig wichtig, zum Teil sind sie ja wichtig, aber Personenfreizügigkeit hat nicht dazugehört. Und jetzt ist es völlig klar, wir haben jetzt alle Leute gemerkt, dass man einen grossen Teil von der Zuwanderung tut sich selber immer weiter fortsetzen, oder? Weil wir viel Zuwanderung haben, brauchen wir mehr Spitäler, brauchen wir mehr Schulen, brauchen wir mehr Kindergärten, brauchen wir immer mehr und dann brauchen wir wieder Fachkräfte, die das Zeug bauen. Also es ist ein Perpetuum mobile geworden. Vor allem im Endeffekt, oder? Es ist ja, der Gregor Rutz hat das mal schön gesagt, das Problem an der Einwanderung ist ja so, wenn jemand einwandert und du natürlich Krankenschwester zum Beispiel auch gerade musst mit einwandern, damit das System überhaupt funktioniert in der Schweiz, dann ist die Zuwanderung so, wie sie ist, nicht nachhaltig, oder? Und ich glaube darum ganz klar, die 10-Millionen-Initiative von der SVP. Ich habe das Gefühl, das kann Chancen haben, obwohl man die Initiativen immer verteufelt, aber ich habe doch das Gefühl, dass der Druck, wenn man sich den Wohnungsmarkt einerseits anschaut, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass da eine Entwicklung da ist, wo man muss sagen, vielleicht hat das Ganze eine Chance. Das kann sehr gut sein, aber es wird natürlich wieder dazu führen, dass man einfach einen Streit hat mit der EU. Und das wird auch als Hauptargument gebraucht. Und deshalb muss man eigentlich eher mit der EU mal reden und sagen, hört mal, wir brauchen da eine andere Lösung. Das geht nicht. Oder sonst müssen wir halt die Bilateralen grundsätzlich künden. Mhm. Und da bin ich mittlerweile sowieso, wenn man auch wieder sieht, was da beim Rahmenabkommen läuft, die Agenda von den Leuten, die das vertreten, ist sowieso eine andere. Es geht ihnen nicht um unseren Wohlstand. Im Gegenteil, sie wollen einfach in die EU. Das ist der Punkt. Und ich bin mittlerweile überzeugt, die bilateralen Abkommen brauchen wir gar nicht. Wenn man schaut, China oder Amerika, wo mehr ihren Handel mehr haben können steigern mit der EU als wir, als die Schweiz. Und sie haben gar kein Abkommen mit der EU. Da sieht man, nein, die Abkommen braucht es gar nicht. Die braucht unsere Wirtschaft nicht. Es ist ein bisschen angenehmer, es ist ein bisschen netter, es ist ein bisschen lustiger. Aber eigentlich brauchen wir die nicht. Und von dem her würde ich auch sagen, bei der Personenfreizügigkeit müsste eigentlich eher in die Richtung gehen, dass man sagt, der EU, hört mal, wir brauchen da eine andere Regelung. Und sonst könnten wir. Sonst könnten wir einfach. Und dann merkt man dann plötzlich, dass Brüssel einlenken wird, weil ich bin überzeugt aus Sicht von Brüssel, sind die Abkommen viel, viel wichtiger als umgekehrt. Ja, wir sind gespannt. Wir wissen noch nicht einerseits, was im Rahmenabkommen 2.0 oder bilaterale 3, wie gewisse das gerne nennen, drin wird stehen. Aber das wird das Entscheidende sein, sicher mal in der nächsten Zeit, wie der Fahrplan mit der EU weiter aussieht und wie wir das dann auch wollen in einer Abstimmung. Genau, man kann nur hoffen, dass Brüssel so stur bleibt, wie sie jetzt immer gewesen sind. Wir haben gehört, dass sogar bei der Personenfreizügigkeit sie jetzt Schutzklauseln wollen, abschaffen wollen. Muss ich sagen, macht das, bitte macht das. Das würde mich sehr freuen, weil dann das Rahmenabkommen 0,0 Chancen hat. Aber es sollte sowieso keine Chance haben, weil wer ein richtiger Schweizer ist, will eigentlich abstimmen und will wählen und will nicht, dass unsere Demokratie einfach abgeschafft wird. Und das ist es. Das tut mir leid, da werden viele Leute jetzt schreien und sagen, das ist Polemik. Nein, es ist keine Polemik. Ein grosser Teil von unserer Gesetzgebung wären wir nicht mehr zuständig, wir könnten nicht mehr darüber abstimmen. Und wer das will, der sollte gescheiter auswandern, als in diesem Land bleiben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, katastrophales Thema. Taylor Swift, Konzert in Wien hätte abgesagt werden. Meine Töchter sind an das Konzert gegangen in Zürich. Du bist auch und ich bin natürlich nicht gewesen. Aber in Wien gibt es jetzt kein Konzert. Um was geht's? Ja, nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Österreich hat der Veranstalter alle drei Konzerte, nicht nur eins, alle drei Konzerte von der amerikanischen Sängerin abgesagt. Und zwar haben die österreichischen Behörden die haben verhindert, dass es zu einem islamistischen Terroranschlag kommt. Was weiß man bis jetzt? Der Tatverdächtige ist ein 19-Jähriger. Er konnte verhaftet werden und er ist mittlerweile vollumfänglich geständlich
Das ist das, was man aus der Medienmitteilung und aus der Medienkonferenz weiss. Jetzt gibt es einzelne Berichte, die sagen, der Österreicher habe mazedonische Wurzeln, er habe geplant, einen Sprengstoffattentat zu begann mit einer Hieb- und Stichwaffen, aber auch, dass er die beim Anschlag einsetzt, mit der Absicht, sich selber und eine grosse Menschenmenge zu töten. Er sei Teil eines islamistischen Netzwerks. Und bei der Hausdurchsuchung, dort hat man Zünder gefunden, andere Vorrichtungen sichergestellt, nebenbei IS-Propaganda, 21'000 Euro in Falschgeld, Anabolika-ähnliche Substanzen und ein Bekennervideo hat er gelöscht, hat man aber wieder herstellen können. Ebenfalls ist ein 17-jähriger Mittäter mit türkisch-kroatischen Wurzeln verhaftet worden. Dort weiss man noch nicht so viel. Was man aber kann sagen, das Ziel seien die Leute vor dem Stadion gewesen, also die ohne Billett als Konzert kommen, um einfach zu hören. Insgesamt sind 180'000 Tickets verkauft worden für die drei Konzerte und pro Abend hat man noch 20'000 Fans vor dem Stadion erwartet, die hätten Opfer werden sollen. Genau, also vielleicht muss man noch betonen, dass es rückvergütet wird. Das habe ich noch relativ... Also nicht kulant, das ist ja selbstverständlich, aber es ist ja schon eine riesen Organisation oder 180'000 Tickets zurückvergütet. Also es ist ja nicht das, was du willst. Du würdest eigentlich wie hoffen, wenn schon so etwas Schlimmes passiert, dass es wiederholt. Genau, aber das ist jetzt vielleicht nicht möglich. Ich weiss es auch nicht. Auf jeden Fall zeigt es natürlich auch verschiedene Sachen, die wir schon ein paar Mal diskutiert haben. Erstens Risiko Zuwanderung. Klar. Wir haben einfach unglaublich viel importierte Kriminalität durch die Zuwanderung. Und ich glaube, der entscheidende Faktor ist auch da, dass wir es nicht mehr im Griff haben. Das ist der Punkt. Wir können die Leute auch nicht mehr richtig anschauen, die da kommen. Jetzt nehme ich an, wenn man schaut, 17-Jährige, 19-Jährige, also die sind wahrscheinlich sogar geboren in Österreich, ihre Eltern sind eingewandert. Da hätte man vielleicht bei der Einwanderung selber nicht sehr viel machen können. Aber es ist einfach... Nochmal eine Bestätigung von dem Eindruck, dass wir weg dieser Zuwanderung, die so zugenommen hat im Westen, wo so viele Zahlen, also so viele Leute kommen, wir es einfach nicht mehr im Griff haben. Wir sehen die Leute nicht mehr, wir können sie nicht mehr integrieren, wir können sie auch nicht mehr auf eine Art ausbilden in den Schulen, damit sie eben nachher nicht Islamist werden, sondern lieber auch selber an ein Konzert gehen. Und ich meine, jetzt auch der unglaubliche Fall in England ist ja auch um einen Somalier gegangen. Also Somalier, seine Eltern sind, aus Ruanda gekommen. Auch dort, er ist aufgewachsen in England, aber auch dort offensichtlich die Integration nicht gut geklappt. Vielleicht hat er auch psychische Probleme, keine Ahnung. Aber es zeigt einfach, die Risiken mit dieser Zuwanderung, die wir zurzeit haben im Westen, die sind nicht mehr tragbar. Wir können unsere eigene Bevölkerung nicht mehr schützen. Wir können nicht mehr sicherstellen, dass man an so etwas Harmloses kann gehen kann. Wie so ein Konzert von Taylor Swift. Ja, also eben, ich überlege mir das. Eben, du hast gesagt, deine Töchter, ich war mit meinen Freundinnen und es war so unglaublich kitschig und herzig gewesen, und alle haben sich gern. Und dann realisierst du, dass Menschen da außen sind, aufgrund von der Einwanderung, die bereit sind, alles auf sich zu nehmen, um dir zu schaden, um unserer westlichen Gesellschaft zu schaden. Und wenn du auch als Eltern musst Angst haben, wenn deine Tochter an ein Taylor Swift-Konzert geht, das ist ja das harmloseste auf dieser Welt, dort werden Freundschaftsbänder austauscht. Wenn du nicht mal in die Idee hingehen kannst und sicher sein, musst du dich fragen, wie weit sind wir gekommen. Es ist eigentlich erstaunlich, es ist nichts während der EM passiert, es ist nichts während der Olympischen Spiele passiert. Aber jetzt beim Taylor Swift Konzert hat man es, und zum Glück, das muss man auch sagen, hat man das können vereiteln. Auch da, die Behörden haben es sehr gut offensichtlich geschaffen. Man sagt auch, die sind aus amerikanischen Nachrichtendienst kommen, die entscheidende Hinweise. Zum Glück hat das können verhindert werden. Aber wenn junge Mädchen nicht mehr können, Taylor Swift Konzert gehen, dann haben wir ein Problem in unserer westlichen Gesellschaft. Genau, und du siehst ja auch, und das haben wir ja zum Beispiel auch bei den Attacken am 7. Oktober auf Israel erlebt, Islamismus ist etwas von frauenfindlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, es ist nicht ein Zufall, dass die Europameisterschaft ungestört hat können verlaufen. Das ist reden Sie mal richtig feministisch, das ist ein Männersport. Ja. Und die Islamisten regen sich wahnsinnig auf, wenn junge Frauen Freude haben am Leben und nicht verschleiern, die irgendwie in die Moschee säckeln, sondern können an ein Konzert gehen. Es ist eigentlich der Kern von dem, was die westliche Freiheit betrifft, für beide Geschlechter. Das regt die Islamisten ganz am offensichtlichsten am meisten auf. Und Taylor Swift ist eben ist total Ausdruck von dieser totalen Freiheit, die wir haben im Westen, wo eben auch Frauen in unserem, und zwar junge Frauen, Mädchen haben. Und das ist für den Islamismus etwas vom Schlimmsten. Und das zeigt einfach,
bei der Zuwanderung, es kann nicht so weitergehen und wir müssen auch darüber reden, welche Länder, aus welchen Ländern kommen die Leute und aus welchen Ländern wollen wir noch Zuwanderung. Wir haben keine Vietnamesen, die uns irgendwelche Konzerte vereiteln von der Taylor Swift. Nein, es sind Muslime. Und über das muss man reden. Man muss die Leute viel, viel besser überprüfen. Jeder Zuwanderer aus diesen Gegenden muss damit rechnen, dass er viel besser angeschaut wird als früher. Also bevor man zum nächsten Thema kommt, was auch in dem Sinn um Einwanderung geht. Es ist ja nicht das erste Mal, dass dieser Typ von Konzert sozusagen angepeilt wird. Weil wir hatten den Fall von der Ariana Grande in Manchester, wo sie tatsächlich zum Attentat gekommen sind. Ich glaube, 21 Personen sind gestorben, wenn ich mich richtig erinnere, während dem Konzert. Und es ist genau das Gleiche. Junge Frau, als Publikum ganz viele junge Frauen, die ja, sie mit ihr aufgewachsen sind. Sie war ein Disney-Star und hat wirklich eben so das Erwachsenwerden von jungen Frauen repräsentiert. Sie war eine Künstlerin, die viele junge Frauen gehört haben. Und dort hat man genau das Gleiche mit dem Attentat. Es ist schon eine gewisse... Ja, man kann schon ein bisschen beobachten, in welche Richtung das geht, was man natürlich als Anschlagsziel aussucht. Genau, es ist völlig klar. Also die Islamisten haben das Problem mit dem Westen grundsätzlich, weil der Westen ihnen haushoch überlegen ist, alles das kann garantieren, was ihre Shithole-Countries eben nicht können garantieren. Und anstatt dass sie ihre Länder würden mal reformieren und vorwärts bringen, kommen sie zu uns und bringen die junge Frauen um. Es ist jenseits von Gut und Böse. Und wer das weiterhin verschwiegen will, nicht will sehen, der ist nicht nur naiv, sondern hat auch eine Art von Verantwortungslosigkeit, die so nicht weitergehen kann. Wir kommen nämlich gerade zum dritten Thema, wo es genau ums Gleiche geht und wo man wieder sieht, wie über das berichtet wird, obwohl viel Hinweis gibt, dass es um genau das Gleiche geht. Ja, es hat noch nie so viele Hate Crimes gegen Mitglieder der LGBTQI-Community gegeben. Und zwar sind 2023 305 Angriffe gemeldet worden. Das sind doppelt so viele wie 2022. Und die meisten sind im Kanton Zürich, dann in Bern und in St. Gallen gewesen. 44% betreffen Schwule und 20% haben Lesben betreut und dann noch andere aus dieser Gruppe. Ein Beispiel, das berichtet worden ist, ist zum Beispiel ein lesbisches Paar, denn ihr Haus ist mit Eier und Stein beworfen worden. Man hat versucht, ihren Gartenhagen in Brand zu setzen. Sie sagen dann in dem 20-Minuten-Bericht, es seien Jugendliche aus dem Dorf, und jetzt kommt's, auch mit Migrationshintergrund, oder? Das, was wir alle gedacht haben, und sie haben es wenigstens noch gesagt. In dem Artikel kommt dann auch ein Gewaltexperte zu Wort, Dirk Bayer. Und aus meiner Sicht hat er auch nicht den Mut, um es wirklich zu sagen. Er sagt so halb. Er sagt, vor allem sagen es geringgebildete, sehr religiöse Jugendliche. Und da gibt es den Einschnitt, wo er extra sagt, christlich und muslimisch. Das meint er mit sehr religiösen Jugendlichen. Und solche mit starken Männlichkeitsorientierungen. Das sagen die. Gut, ich war schon mal in einer Sendung mit dem Dirk Bayer. Ein netter Mensch, aber über den unglaublich schön redet und aus dieser Schule kommt aus Deutschland, wo einfach Kriminalität und der Zusammenhang mit Migration fast systematisch wird verleugnen. Er ist ein bisschen aus dieser Schule und das merkt man jetzt auch wieder bei dieser Aussage, weil ich muss einfach sagen, er als Wissenschaftler, bisschen gut, zeig mir, wie viele Fälle es gibt von Christen, die gehen Schwule oder Lesben angreifen. Es gibt sicher irgendwelche Leute, kann sein, aber ich habe noch nie gehört, dass irgendeiner aus einer Freikirche, aus der Pfingstgemeinde oder aus dem Zevi geht Schwule angreifen. Das gibt es, glaube ich, nicht. Und wenn es die gibt, bisschen gut melden, Adresse. Das wollen wir empirisch überprüfen. Herr Bayer, es geht nicht, weil es ist so offensichtlich. Und deshalb kommen wir wieder zur Zuwanderung. Ja. Es ist so offensichtlich, dass Leute aus dem muslimischen Kulturraum am meisten Mühe haben mit Schwulen und mit Lesben. Es ist kein Zufall, dass man im Iran Leute, die schwul sind, vom Hochhaus abrührt. Das ist nicht einfach so. Das macht man in Japan im Fall nicht. Man macht es auch in Südamerika nicht. Man macht es nie nicht auf dieser Welt. Man macht es nur in muslimischen Ländern. In muslimischen Ländern werden Schwule und Lesben verfolgt. Und da muss man einfach mal drüber reden. Und deshalb finde ich auch, solche Meldungen kann ja, wir müssen mehr Daten haben, so solche Meldungen. Mhm. Erstens bin ich überzeugt, die Hate Crimes nehmen wir zu. Aber ich will Täter wissen. Ich will wirklich wissen, was sind das für Jugendliche. Das ist ja das Problem genau dieser Statistik, oder? Sie erfasst nicht
der Hintergrund, sei es jetzt Migrationshintergrund oder einfach nur die Nationalität der Täter. Und das ist ja das grosse Fragezeichen, das wir haben und wo alle darüber reden. Und anstatt einfach Zahlen zu sammeln und vielleicht können sie widerlegen und sagen, ihr liegt all falsch. Es sind junge Frauen aus der Stadt, die Hate Crimes begehen. Nein, im Gegenteil, man nimmt die aber keine Zahlen und man lässt dann mutmaßen. Dann hat man einen Dirk Bayer, der so halbe. Sagt, Freikille schicken uns Leute, die dann Schwule angreifen. Ich meine, das ist doch eine Frechheit. Das ist einfach eine Frechheit, muss man auch mal sagen. Es gibt tatsächlich für die Art von Jugendlichen, die er beschreibt, gibt es auch ein Wort, und zwar Talahun. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das sagen junge Leute. Und das beschreibt genau die Art von Jugendlichen, die dann am Bahnhof chillen, mit dem falschen Gucci-Käppli und mit dem falschen Gucci-Bauchtäschli und nichts anderes als Stress suchen. Also, und die nennen sich auch selber so. Er hat einfach Talahun. Das heisst auf Arabisch, komm da hin. Ah, das, ja, super. Ah, komischerweise haben die ein arabisches Wort. Ja. Komisch. Ja. Also er hat einfach können in dem Interview sagen, in der besten Jugendsprache von 2024, es sind Talahuns. Aber man redet lieber über die Christlichen. Das genau. Und vielleicht da muss ich auch noch etwas anderes etwas sagen, was auch interessant ist. LGBTQ-Community. Es gibt ja dort auch Leute, die das Gefühl haben, sie müssen demonstrieren für Palästina. Einfach denken daran, im muslimischen Kulturraum hat man andere Auffassungen, was Schwule und Lesben betrifft. Und nur der Westen garantiert diese Art von Freiheit. Und es gehört zu den grossen Lebenslügen von der Linken, dass sie uns dann traktieren mit ihren Personalpronomen-Problemen, wo sie finden, wir müssen immer schauen, dass wir das richtige Personalpronomen für den Emo brauchen oder nicht. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das grösste Problem, sondern da geht es um Leben und Tod. Und da müssen wir halt mal über Zuwanderung reden und da müssen wir als Linken einmal genug Mut haben, zu sagen, es gibt da vielleicht ein Problem. Dann noch zum Schluss noch über etwas Schönes reden. Am Samstag ist in Zürich Street Parade. Die gibt es schon seit 1992. An der ersten Street Parade sind 10'000 Leute gekommen. Dort sind noch durch die Bahnhofstrasse gegangen. Und wenn man sich die Bilder anschaut, dann haben glaube ich, einfach die Leute gedacht, was sind das für crazy Leute, die da etwas machen. Ja, am Samstag könnten bis zu 1 Million Menschen in die Stadt Zürich kommen. Es sind über 30 Love Mobiles, die durch die Stadt ziehen. Und Markus, kommst du auch mit? Eben, Gami geht. Und ich gehe. Der Alain Berset ist. Der Alain Berset geht ja auch. Also du Gast. Nein, das habe ich in den 90er Jahren gemacht, als ich noch jung war. Jung und dumm. Nein, aber mir hat es zu viele Leute. Ich finde das natürlich fantastisch, eine Million in dieser Stadt, die auch schon fast eine Million bald hat. Nein, das finde ich fantastisch. Ich finde es auch unglaublich. Ich kann mich wirklich erinnern, 1992, wo die erste Street Parade passiert ist, da bin ich noch so politisch verbeisterter Linke gewesen, dass ich gefunden habe, das ist ganz schlimm, man darf nicht demonstrieren ohne politische Botschaft, oder? Weil sie haben ja gesagt, sie dürfen für Peace, sie dürfen einfach so allgemein für Peace and Happiness dürfen sie demonstrieren und das habe ich so eine Sauerei gefunden. Ich dachte, das geht nicht. Entweder tut man für die Revolution einstehen oder für bessere AHV, aber sicher nicht für Love and Happiness. Aber heute finde ich, das ist eine fantastische Veranstaltung. Ich glaube, Zürich ist auch der einzige Ort, wo das noch diese Tradition hat können behalten konnte, wo nach wie vor so viele Leute anzieht. Und das ist super. Ich finde alles gut. Oder? Wir haben jetzt eben vorher geredet über Hate Crimes und über das Problem der Zuwanderung. Und das ist doch auch wieder Ausdruck vom Westen. Was man da an Hedonismus kann mit gutem Gewissen darstellen und ausleben, das ist super. Das kann nur der Kapitalismus. Also in dem Fall für alle, die auch an Tripper kommen, bis am Samstag, vielleicht sehen wir uns ja. Genau, ihr könnt dann mich sehen. Ich komme dann auch mit der Kutsche. mit der Rosskutsche. Ich kaufe dir persönlich einen Federboa. Ich frage den Alain Berset, den er seine gekauft hat. Und ich kaufe dir auch einen. Ja, und ich würde aber auch so eine coole Sonnenbrille. Hat man so eine coole Sonnenbrille? Organisieren mit dir. Und der Fabian Molina würde ich auch noch als Begleiter. Siehst du, es wird immer schwieriger. Wir organisieren dir ein Plätzchen auf dem Wagen mit dem Fabian Molina, inklusive Federboa. Also, wenn das schaffst, würde ich auch. Gut, also. Nein. Mal schauen. Gut. Also, das war es von Bern einfach an dem 8. August 2024. Camilo und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren, so könnt ihr diese Art von Journalismus am besten unterstützen. Und zweitens, das gilt auch für die Street Parade. Könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, wünsche ich euch einen schönen Abend. Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.